Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu No More Heroes 3, wo wir wieder Aliens verkloppen. Da ist doch safe ein Skorpion. Sag ich jetzt bei jedem Park. Und dann werde ich doch enttäuscht. Nein, hier hinten ist auf jeden Fall eine Verteidigungsmission, die wir einmal machen. Irgendwo hier, hinter dem Haus hier. Da drin ist die Mission. Und da drin, hinten sehe ich einen Scorpi. Silbernen sogar. Mann, hör auf, dich in meine verdammte Richtung zu drehen. So, hab dich. Silberner Skorpion. Nice. Wie viele Skorpione habe ich damit eigentlich schon? Kann ich jetzt irgendwo sehen? Offenbar nicht. Doch, hier. Man sieht aber trotzdem nicht, wie viele man schon hat. Irgendeiner von euch wird schon mitgezählt haben. Zwei Wellen, die schaffe ich. So, Leute, wir sind im Kornfeldkreis. Bereit, ein paar Viecher zu kloppen. Ich versuche auch so viele Skills wie möglich zu nutzen. So, dich habe ich. Dich werfe ich. Dann kill ich dich. Hack. Das kam überraschend. So, die nächsten sind hinter mir. Warum auch nicht? Ich klopf dich weich. Und tschüss. Und noch einer weg. Und zack. Easy. Ich hätte noch einen Kick machen können. Aber er ist trotzdem S-Rang. Und ich habe wieder Zeug bekommen. Irgendwann werde ich es nutzen können. Irgendwann. Das nur noch nicht wann. Da habe ich schon S, da brauche ich es nicht mehr. Einmal kurz auf die Karte gucken. In dem Park war nichts. Hier in dem Gebiet könnte vielleicht noch ein Skorpion sein. Ich muss halt komplett alles absuchen. Die können sonst wo liegen. Der war nämlich gerade am hintersten Eck der gesamten Karte. Warte mal, kann man vielleicht sehen, wie viele man schon benutzt hat? Details. Deathkick. 6 Skorpione habe ich. Jetzt kann ich endlich auch mal sehen, dass ich so viele schon gekillt habe. Aber momentan kann ich nicht sehen, wie viele es noch sind. Ich könnte hier nochmal Rasen mähen. Einfach mal prüfen, ob ich jetzt genügend den Skill eingesetzt habe. Nein. Ich muss noch ein paar Mal. Dann komme ich einfach später irgendwann mal wieder. Irgendwann werde ich genügend benutzt haben. Ich fahre jetzt ein bisschen langsamer, weil ich je nach Skorpionen ausschalten will. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass in dem Elektrizitätswerk einer drin ist. Hier muss ich eh hin. Einmal gucken. Okay, da versteckt sich keiner. Keiner schämt sich heute. Ein vorgesehener Kampf. Ich werde wieder raufgebeamt. Bis zum Kampf, Leute. So, Leute. Neuer Gegner. Fullface.
Er wird dir sofort auf den Leib rücken. Versuche perfekt auszuweichen, wenn er sein Space-Katana zückt. Okay. Get ready. Also dem muss ich ausweichen. Schwinde. Einer weg. Volle Rüstung! Tschüss! Transform! Ich frage mich, ob ich mir das auch aufsparen könnte. Das ist halt ein Insta-Kill. Dann würde ich mir erst für den Boss aufsparen und da das einmal benutzen und einfach mal gucken, wie viel von der Leiste haut das weg. Das ging so schnell. Dass ich sogar mal S-Rang bei sowas bekommen hab. Alter, das ging glaube ich nicht mal eine Minute. So, jetzt habe ich die vorgesehenen Kämpfe alle abgeschossen, ne? Okay, ich muss nur noch Turniergebühren bezahlen. Muss ich dafür bezahlen, dass ich da mitmachen kann? Nein, ich habe mich irgendwo hingeglitscht. So, jetzt mal mit denen hier noch platt. Hier ist nämlich auch irgendwo eine Position, wo ich mich beamen lassen kann. Immer Ausschau halten, du weißt nie, ob hier sich ein Skorpion versteckt hält. Man schon von Skorpionen redet. Ja, nicht in meine Richtung. Ich glaube nämlich, dass sie mich nur dann angreifen, wenn ich sie ansehe, von vorne. So, jetzt habe ich 7. 13 fehlen noch. Ich werde die nicht offscreen sammeln. Ich will die alle während den Aufnahmen finden. So, was bist du? Triple-Pot. Würde dich für seinen Angriff, wenn er unsichtbar wird. Wie, der wird unsichtbar? Weiche aus, spring hinter ihn und drisch los. Okay, es gibt sehr interessante Gegner in diesem Spiel. Bring it on. So, erstmal ins Gesicht treten dem einen. Von hinten kann ich sie übrigens immer greifen. Frog Crazy Mode. Komm her! Jetzt kann ich euch einfach werfen! Komm her! Ich hab mehr Kraft als du! Und tschüss! Nochmal werfen! Bam! Der hat ja überhaupt nichts gemacht. Der ist nur komisch rumgehüpft. Aber ich mach mehr Würfe. Abgestreifte Schlangenhaut gibt der. Das habe ich vorher bei keinem anderen Vieh bekommen. Okay, ich glaube, ich habe damit jetzt jeden dieser Kämpfe abgeschlossen, oder? Okay. Ich wollte noch bei dem Elektrizitätswerk, was hier ungefähr war, einmal reinschauen. Hier das Gebiet habe ich mir, glaube ich, noch nicht angeguckt. Da haben wir den einen Skorpion schon gefunden und hier könnte noch einer sein. Natürlich halte ich auch so Ausschau. Wer weiß, vielleicht sehe ich einen ja beim Vorbeifahren. Wenn ich einen Skorpion sehe, sammle ich ihn sofort ein. Da vorne einer? Nee. Hier war auch irgendwo ein T-Shirt-Alien. Aus. Zwar an der Stelle, wo ich keinen Unfall gebaut habe. Ah, hier hinterm Haus.
So, was hast du für Bedingungen für ein Shirt? Er will insgesamt 5000. Ja, habe ich. Ich habe nämlich 7000. So, wir haben das neue Hemd an. Sieht's cool aus? Ja, natürlich sieht's cool aus. Ich hab's geholt. Okay. Wieder eine Verteidigungswellen-Mission. Ich frage mich, ob die jetzt auch in dem Level auftauchen, die Viecher, die ich gerade neu bekämpft hatte. Ja, mega cool. So, let's do this. So, einfach den Erstbesten ins Gesicht treten. So. Und tschüss. Throw Crazy Mode, komm her. Und noch einer weg. So, der nächste. Ja, direkt nur einen gegriffen. Und direkt so Tode getreten. Und wieder einer weg. Und fertig! Die Fenny-Fuchs habe ich alle umgelegt. War relativ easy. Jawohl. So, eine meiner Verteidigungsmissionen haben wir unten, glaube ich, nicht. Doch, da ganz hinten ist noch eine. Aber erstmal, wenn man schon hier ist. That's deep, man. Der will 20.000. Wie viel habe ich? 20.000. Der will einmal Geld. That's deep, man. Warum musst du dafür jetzt posen? Also, ich bin immer für diese Posen zu gebrauchen. Nehme ich immer. You know, I've known you for a long time. Oh, the Gold family has served the Royal family for about 23,700 years now. It has been pretty long. Ich finde diese Quest interessant. This is apparently a specialty of this planet. These humans line up for more than 2 hours for this shit. Wofür stehen sie Schlange? And you got some just for me? I had Damon's secretary line up for it. Long lines. Oh wow, how delicious! These little balls. Is this stuff really that good? Hmm? Damon gave me some once, back in the day. I liked milk better. So, you two are like super close friends, right? Was futtern die denn? Damon? Yeah, we're real close. How nice. You're a good friend too. Sorry, I got you mixed up in this fight. Especially when you helped me break out. Ah, friend? I'm so honored. I will give you my life, Your Majesty. Du bist bestimmt ein lustiger Gegner. Life isn't something you give away. It's something you protect. Your Majesty. Jetzt einfach nur ein Slushy oder wie? These little balls. They kind of grow on you. Guten Appetit. Du pennst natürlich. Überhaupt keine Messi-Wohnung. Okay, ich sollte jetzt den Kampf machen können. Da Power-Up-Maschine und Deathlock-Chips benutzen. Wo mache ich das? Auf jeden Fall speichere ich einmal kurz. So, hat man ganz kurz gespeichert. Habe ich jetzt auf der Karte jetzt einfach so zwei Maschinen jetzt neu? Kann ich die jetzt so da finden und mir dort dann diese Sachen herstellen? Oder wie darf ich das jetzt verstehen?
Also mir erwartet ja jetzt wahrscheinlich sowieso hier erstmal eine Sequenz. Der nächste Kampf jetzt ansteht. Ja, Moment. Ja, Rangkampf. Person zum Reden. Sushi-Laden. Das Mülltour. Also keine Ahnung, wo man diese Chips herholt. Warte mal. Ja, das sind hier die Aufforderungen, dass ich für den Kampf hier bereit sein soll. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Kartensymbole. Ja, wo sind denn die Läden? Dann mal Sushi, Killer Slash. Keine Ahnung, wo ich das mache. Immer noch nicht den nächsten Kampf. Müsste eigentlich Skorpione auch noch weiter suchen. Ja Leute, dann würde ich einfach sagen, dass wir hier schon für heute Schluss machen. Ich will einmal da reingucken. Hier ist ein Labor. Warte mal, mache ich das vielleicht im Labor? Das kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe einmal ins Labor runter. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass es das gibt. Deathglow Chips. Sushi. Das macht man alles hier. Ich kann mir hier Sushi bestellen. Zeitmaschine, was mache ich da? Ach, da kann ich die Bosse nochmal bekämpfen, wenn ich Bock habe. Ja, hier kann ich an der Stange tanzen. Power-Up-Maschinen machen wir gleich. Ich will einmal die Deathclaw-Chips erstellen. Okay. Hier kann ich mich auf jeden Fall durchgehend aufbessern. Mach ich. Muss ja die A-Taste gerade verkloppen. Und mit Geld kann ich mir dann mehr machen. Okay, haben wir das verstanden. Jetzt habe ich noch einen Grund mehr, die Sachen alle zu sammeln. Jetzt will ich einmal auf die Power-Up-Maschinen und gucken, was die macht. Ja. Ah, dafür sind die BSN. Damit kann ich mir hier Power-Ups holen. Will ich meine Gesundheit steigern? Warte mal. Ich hätte auf jeden Fall gern einmal, dass der Cooldown geringer ist. Könnt mir hier Spezialangriffe kaufen. Sprengangriff. Ich gehe mal ein bisschen auf Kraft. Einmal investieren. Yeah. So, jetzt sind meine Death Skills stärker. Ich will einmal mehr davon haben, dass ich mehr Energie habe. Dann hole ich mir Angriffskraft. Kann ich mir noch hier leisten? Ich habe nur noch 2800. Dann gönne ich mir vom Rest ein bisschen Gesundheit. Falls ich mir den nächsten auch noch leisten kann. Nein, kann ich nicht. Ich investiere einfach schon mal in den Gleitangriff. So, jetzt sind meine Skills ein bisschen höher. So, kann ich auch Shinobu suchen gehen? Nein. Aber cool. Warte, doch, ich kann sie besuchen. Ah, jetzt wenigstens darf ich sie besuchen gehen. Aber cool.
Jetzt habe ich einen Grund, Geld zu farmen. Ich glaube, das mache ich auch jetzt einmal offscreen, dass ich so ein bisschen Geld farme, dass ich mal ein bisschen so erstmal die Power-Ups hole, bevor wir zum nächsten Boss gehen. Also ich werde jetzt durchgehend hier diese stinknormalen Kämpfe da machen, die Verteidigungswellen, um ein bisschen Geld zu farmen. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!